Ja, meine lieben Leute, Hallöchen und herzlich willkommen zum letzten Video dieses Jahres oder vielleicht auch erst zum ersten Video des nächsten Jahres mal von Was ist denn 2022 genau alles passiert auf meinem YouTube-Channel? Beziehungsweise können wir auch ein bisschen noch über Twitch reden, aber ja, ergänzend tut sich's ja mehr oder weniger zusammen. Und ich zocke hier gerade Sea of Thieves, also ich angle einfach ein bisschen nebenbei. Ich hoffe, ich werde nicht angegriffen oder so, aber besteht natürlich die Möglichkeit. Wie hat denn dieses Jahr mehr oder weniger angefangen? Ich habe ja mehr oder weniger mit Streams angefangen. Dem Jahr, es gab ja einen Silvester-Stream. Von 21 auf 22 rüber. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange der genau ging. Ich muss einfach noch sagen, hier in Klonoa Empire of Dreams. In Part 7 habe ich ganz gut auch erklärt, was ich mit YouTube so erreichen möchte. Da hieß es ja, ging es ja um das Ziel und das ist auch noch für das, was ich dann später erwähne. So, es gab jedenfalls auch ein paar Let's Plays, die ich angefangen habe. Das erste war God of War. Da habe ich ja zuerst über PlayStation Plus gedacht, ja gut, ich kann ja mal God of War anfangen. Habe mir nicht so wirklich dabei vorstellen können, ob das mir jetzt wirklich so gefällt oder nicht. Und habe gedacht, naja, gut, probieren wir es mal aus. Ich kann ja immer noch abbrechen. Dachte so, vielleicht gibt es so 10 Parts oder so, die ich aufnehme. Und ja, oder halt einfach so lange, wie ich halt PlayStation Plus habe, das habe ich ja noch bis nächstes Jahr, da ist ja eigentlich auch geplant mit den Streams, aber dazu später mal noch mehr. Ja, es war einfach so, habe ich mir angeschaut, God of War, und dann bemerkt, dass das Spiel mir so viel Spaß macht. Ich weiß, meine Community ist jetzt nicht unbedingt 18 Jahre alt, also nicht alle oder viele nicht. Es gibt sehr viele, die darunter liegen. Auch wenn es vielleicht der eine oder andere angeschaut hat. Da ich da ein Peggy 18, also eine Warnung immer davor gemacht habe, ja. Ich sag mal so, in manchen Parts von God of War ist ja leider noch nicht fertig. Ich habe es noch nicht fertig aufgenommen, noch nicht fertig bearbeitet. Vor allem, ich bringe es auch in 4K 60 FPS. Es hat mir schlussendlich jedenfalls das Spiel sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe mir das Spiel dann auch gekauft. Es war ja, glaube ich, sogar dann vergünstigt. Ja, es war vergünstigt, weil das Spiel ist dann auch noch an dem Tag auf dem PC gekommen. Also ich habe die PS4-Version, auch wenn ich es auf der PS5 aufnehme. Ja, die PC-Version habe ich mir nicht geholt, weil wieso soll ich es auf dem PC spielen? Außerdem, ich könnte es eh nicht so in voller Pracht in 4K 60 FPS zocken wie auf der PS5. So später kam dann ein anderes Spiel und zwar Unbound Worlds Apart. Das habe ich nur angefangen. Ich glaube, da gab es gar nicht allzu viele Parts von Let's Plays. Ja, ich fange einfach wieder mit den Let's Plays an. In diesem Video erwähne ich übrigens nicht die Daten, wann ich das Let's Play angefangen habe, weil es gab echt nicht so viele Let's Plays. Naja, das ist so mehr oder weniger Castlevania-Prinzip. Nur, dass man zum Glück, wenn du stirbst, auch wieder mehr oder weniger in der Nähe wieder spawnst. Aber es ist so voll, ey. Ich hätte es mir leichter vorgestellt. Und das ist auch so ein Grund, wieso ich es gerade nicht mehr gerade am Zocken bin. Ey, das ist einfach extrem schwer für mich. Es ist ein Jump'n'Run übrigens, eine 2D-Plattformer. Macht jedenfalls Laune, sieht schön aus, aber ja, diese Fails, wie oft ich da an manchen Stellen sterbe und es ist nur der Anfang, ja? Ich habe vielleicht, was habe ich vielleicht, ein Fünftel vom Spiel gespielt und wahrscheinlich sogar noch weniger, wer weiß.
Das ist ja wie bei Cat Maze, da habe ich viel zu wenig gespielt und bin auch sehr oft gestorben. Naja gut, und planlos durch die Gegend gelaufen, was bei Unbound Worlds Apart eigentlich nicht der Fall ist. Da laufe ich nicht unbedingt so planlos durch die Gegend, aber ich habe eher Probleme, dass ich mit diesen Fähigkeiten und am richtigen Moment die richtige Taste drücke und so schnell hin und her switchen. Ey, das ist echt übel. Aber das Spiel an für sich ist gut. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nächstes Jahr noch beenden kann. Mal schauen. Gut, generell. Alle Let's Plays, die ich angefangen habe dieses Jahr, sind noch nicht zu Ende, ja. So, später habe ich dann weitergemacht. Und ja, ich habe ja. War das letztes Jahr? Ich glaube schon. Da kam ja jemand, hat von einem Sammler Dinosaur Planet die Beta-Version gefunden. Das ist ein Nintendo 64 Spiel, oder es hätte damals auf die Nintendo 64 kommen sollen. Dinosaur Planet hieß es damals, wurde ja dann zu Star Fox Adventure. Ja, aber die Beta hat man ja wirklich sozusagen nie gesehen. Sie ist spielbar, sage ich mal so. Es funktioniert nicht alles zu 100%. Es gibt gerne mal Abstürze, man buggt mal hier irgendwo hin. Die FPS laufen nicht sehr flüssig, aber das ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Ja, ich habe noch zwei Parts jetzt, wo ich das hier aufnehme, die ich noch nicht gemacht habe. Ich kam halt nicht dazu und ja. Aber dazu gerade später dann mehr. Dann war es auch so, dass Kirby und das vergessene Land gekommen ist. Auch da habe ich gar nicht viele Parts aufgenommen, was eigentlich sehr, sehr schade ist. Aber ja, der Grund dazu, und da komme ich auch. Es war ja so, ich war ja beim Sozialamt, ja. Also jetzt privat gesehen, habe mich letztes Jahr, Ende Jahr, wieder angemeldet. Da ging es dann ein bisschen, bis ich wieder in ein Arbeitsintegrationsprogramm, das heißt irgendwo sozusagen Arbeiter gekommen bin. Das ist ja erst dann, ich weiß auch nicht, irgendwann dieses Jahr, April oder so, März, April, keine Ahnung, hat es ja angefangen. Und dann später war das auf einmal so, ich konnte irgendwo arbeiten, ja. Zuerst war es einfach mal für eine Woche, das war irgendwie Auffahrt, Auffahrt, ja genau. Also um die Zeit. Da konnte ich mal eine Woche arbeiten und ja, dann ging es eigentlich wieder zurück zu dem anderen Arbeitsintegrationsprogramm, sage ich mal so. War ja an und für sich auch Arbeit und dann auf einmal hieß es, ja, Sie können mich nochmal brauchen, länger brauchen und ja, dann bin ich dort fast ein halbes Jahr gewesen. Und in der Zeit habe ich halt fast keine Zeit gehabt. Und jetzt kommen wir auch nochmal zurück zu dem Ziel von Klonoa Empire of Dreams. Was ist denn mein Ziel mit YouTube? Und das Ziel, was ich ja momentan auch sowieso sehr verfolge, meine lieben Leute. Ich kann übrigens oben auch noch das Ding verlinken. Das Video könnt ihr euch gerne anschauen. Würde mich sehr freuen. Weil Klonoa Empire of Dreams kriegt eher sehr wenig Aufmerksamkeit. Aber das ist vor allem ein Let's Play, das ich nachspreche. Ich habe es damals 2019 alles aufgenommen. Ich hatte ja damals Probleme. Und das sage ich auch immer in diesen Videos. Probleme mit Aufnehmen, Probleme mit dem Headset vor allem. Was ich ja übrigens theoretisch gesehen immer noch hätte, wenn ich mit dem Headset aufnehmen würde. Ja, und in dem Video habe ich gesagt, ich mache halt Livestreams. Hauptsächlich deswegen, um Abonnenten zu bekommen, also eine höhere Reichweite und um die Watchtime zu bekommen. Und das ist genau der Grund, wieso es dann später eher mehr Livestreams gab. Und man muss ja auch Zeit haben. Was die meisten nicht wissen, ein Let's Play ist ziemlich aufwendig. Ein Livestream ist einfach, du gehst direkt live mehr oder weniger. Und ja, es gibt zwar schon ein paar Dinge, die man davor noch machen muss. Beispiel einstellen, was ist das jetzt für ein Spiel, bisschen was schreiben, Thumbnail jetzt auf YouTube hinmachen und so weiter und so fort. Ja. Und der kann sich zum Beispiel auch nicht den Tag merken. Wieso auch immer. YouTube, wieso merkst du dir bitte schön nicht den Tag an dem Tag, wo man streamt?
Ich finde es jedenfalls bescheuert, er merkt sich nicht wirklich das Datum. Und manchmal stimmt das nicht mal von der Anzeige, was da, da macht er die Livestream, sagen wir, ich beginne heute jetzt einen Livestream, dann sagt er, dass der früher gestreamt worden ist als der von gestern. Hä? YouTube, wie kommst du drauf? Aber das ist eine andere Sache. Ja, und es war jedenfalls so, dass ich halt, durch das ich gearbeitet habe, fast ein halbes Jahr, also fast 6 Monate, konnte ich ja erstens mehr Geld verdienen und mich dadurch wieder vom Sozialamt ablösen. Ja. Ja, ich fand es halt lächerlich, mit Haufen Kohle hier zu sagen, hey, wieso soll ich da weiterbleiben? Schlussendlich war es jetzt auch so, dass ich bei der Arbeit dort ging. Sie wollten mich noch ein halbes Jahr länger behalten. Da gab es unterschiedliche Gründe dazu. Ja. Ja, und später, was soll ich sagen? Ich habe halt in der Zeit zwischendurch Livestreams gemacht, hauptsächlich eher auf Twitch und so. Ja, zwischendurch am Anfang habe ich noch Let's Plays auch hochgeladen, also bearbeitet. Manchmal von God of War, manchmal von Dinosaur Planet. Ich habe auch noch dazwischen, das ist ja eigentlich auch noch eine lustige Geschichte. Habe ich dann noch einen Cutter gesucht? Stimmt, das habe ich schon wieder völlig vergessen. Und ich habe ja auch noch ein anderes Let's Play aufgenommen, das 23 dann kommt. Und ja, es war halt auch so. Da habe ich dann noch geschaut, dass irgendwie das geht, aber das hat nicht so funktioniert, wie ich es gerne wollte. Es war halt so eine Sache, um auszuprobieren. War vielleicht der dümmste Zeitpunkt dafür, aber dafür weiß ich jetzt, dass das nicht so funktioniert, wie ich das gerne wollte. Ja, und ich habe mir noch einige Dinge gekauft, das muss man ja auch noch sagen. Also von dem her, es ist sehr vieles dazu gekommen. Und ja. Aber dann gehen wir doch einfach mal so. Eben später kam das dann. Da ging ich von der Arbeit. Da habe ich gesagt, nee, ich mache nur noch so und so lange. Weil erstens müsst ihr ja wissen, es wurde immer verlängert, ja? Dann hieß es mal, ja, kannst noch 2 Wochen länger bleiben, bitte. Wir haben da noch immer noch. Wir wissen ja gerade halt nicht. Also wir machen einfach mal 2 Wochen länger. Und das hieß es dann immer wieder. 2 Wochen länger, einmal hieß es dann einen Monat länger und ja, später eben. Mit, ja, sie würden mich gerne 6 Monate weiter behalten. Und ich habe schon dort, wo sie gesagt haben, einen Monat lang, gedacht, ja gut, eigentlich will ich nur noch so bis Ende Monat bleiben oder so 2 Wochen, keine Ahnung. Habe es dann aber doch noch durchgezogen, da dachte ich, ja gut, jetzt habe ich schon ja gesagt. Ich habe eben ja gesagt. Er hat halt nur gefragt, ja, kann ich noch länger so? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann, ja, okay, dann machen wir noch einen Monat länger. Ach so, einen Monat. Oh. Tja, gut. Ich hätte jetzt eher davon ausgegangen, dass er sagt, noch so und so viele Wochen. Aber ich habe mir dann halt gedacht, ja gut, dann halt machen wir halt einen Monat. Gut. Aber später muss ich sagen, ist Schluss. Und da habe ich dann halt bis Mitte November, fa oder fast, ja, bis Mitte November ungefähr gearbeitet. Und dann hat es angefangen mit den Livestreams. Da habe ich halt geschaut, wie mache ich das? YouTube weiter, Livestream. Da konnte ich ein paar Let's Plays noch schneiden von Dinosaur Planet. Und ja. Von God of War ist übrigens nichts geworden. Aus dem Grund kann ich nochmal sagen, ich habe mir ja noch einen neuen Computer auch noch gekauft, einen neuen Mac Mini und naja, da muss das Ganze halt mit dem neuen Programm auch noch funktionieren. Ich muss noch schauen, dass ich ein anderes Programm da finde. Also, es ist halt leider funktioniert das meiste nicht darauf, weil es ein neueres Mac-Betriebssystem ist und das leicht katastrophal. Aber ich habe mir halt einen Mac Mini M1 noch geholt. Ich habe mir übrigens, wie gesagt, auch alles, viele andere Dinge geholt, wie Fujifilm XT4, das ist ja eine Cam. Hab mir halt sehr vieles gegönnt. Ich habe mir auch, wie gesagt, noch eine GameCube gegönnt. Ein paar Adapter gekauft. Naja, manche sind eher sinnlos, die ich gekauft habe. Aber da wird es vielleicht auch noch ein paar Videos nächstes Jahr geben.
Außerdem auch noch wahrscheinlich sogar zu YouTube, wie kriegt ihr Abonnenten und so weiter und so fort. Ja, da können wir eigentlich theoretisch auch schon in die Planung für das nächste Jahr gehen. Ich muss auch hier sagen, ich glaube, ich werde es eher wieder sehr spontan machen. Also vor allem, was die Let's. Nee, die Livestream, was die Livestreams anbelangt. Ich labere hier wahrscheinlich schon irgendwie 40 Minuten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es kommt mir jedenfalls schon so vor. Dann habe ich wieder einiges zum Schneiden. Ja, jedenfalls, es wird sicher ein paar Let's Plays geben, die ich machen werde. Ich werde sicher gerne die alten Let's Plays weitermachen. Auch wenn ich 100.000 mittlerweile habe. Aber okay, das ist übertrieben gesagt. Aber ich meine, ich habe so viele Let's Plays angefangen. Es ist halt nervig, dass ich immer wieder neue Let's Plays anfange, aber die alten gar nicht fertig mache. Und es ist auch schade zu sehen, dass sich viele nicht ganz für das interessieren, aber doch schön zu sehen, dass es trotzdem immer wieder Let's Plays gibt, die eher angeschaut werden. Und ja, wieso mache ich denn überhaupt Let's Plays, wenn ja Livestreams ja besser laufen eigentlich? Ich sag's mal so. Auf Dauer ist es meistens so, dass Let's Plays später auch nochmal angeschaut werden. Sei es 2 oder 4 Jahre älter. Und ein Livestream ist eher, sagen wir, in der Woche, wo ich ihn gemacht habe. Und danach kriegt er eigentlich gar keine Aufrufe mehr. Ja? Es kann vielleicht mal sein, dass einer da mal kurz reinschaut, aber das sind vielleicht 2, 3 Sekunden und dann ist er auch wieder weg. Weil er merkt, oh, das ist ja von dem und dem Tag. Das ist genau dasselbe, wie wenn ich die Livestreams von Twitch veröffentliche. Die werden mal kurz noch angeschaut. Ja, gut, manche kriegen wegen dem Titel halt noch Aufrufe. Aber das war es dann auch so. Und ja, weil es halt ein Livestream war. Von Twitch, sag ich mal. Und ja, liebe Leute, auf Twitch kam ja dieses Jahr auch relativ leicht. Einige Livestreams, wie viele es übrigens insgesamt waren, keine Ahnung. Und das hätte sich auch nicht gelohnt hier. Also klar, man könnte ein Best-of machen, aber hey, ich habe da schon in einem Livestream gesagt, ich bräuchte das sicher mehr als eine Woche, um das alles durchzuschauen. Ich hätte mal bei jedem Livestream notieren müssen, hey, um die Sekunde und da ist da was Spezielles gekommen. Ich kann ja übrigens auch noch einblenden, vielleicht kriege ich ja das. Wegen den Spenden. Ich habe noch einige Spenden bekommen jetzt Ende letztes Monat und im Dezember, glaube auch noch Anfang. Dankeschön für die 2 Euro. Ich dachte, du willst es jemand anderem spenden. Dankeschön für den 1 Euro. Ich habe jetzt schauen müssen, wie viel das überhaupt ist. Ghost Rider. Vielen, vielen Dank. Dein Mittagessen für morgen. Ey, Dankeschön. Ghost Rider. Was ist denn los mit dir? Danke für die 4 Euro. Dankeschön an euch und auch für die Subs auf Twitch. Da habe ich 2 Subs insgesamt bekommen. Für diesen Monat. Ja, Papa Bär, für diesen Monat. Außerdem, ich sehe, wenn ihr, sagen wir, 3 Subs gibt, also für 3 Monate, das sehe ich. Da sehe ich nur den einen Monat. Also angezeigt jetzt auf Twitch wegen dem Verdienst, ja. Genau, aber wir waren ja beim, was kommt nächstes Jahr mehr oder weniger? Also Let's Plays, sicher gerne weitermachen. Neue Let's Plays gibt es sicher auch. Wie gesagt, das eine habe ich ja schon, ja, das habe ich eigentlich schon fast fertig aufgenommen. Das werde ich aber erst, wenn ich es dann fertig aufgenommen habe, bringen. Und ja, das war eigentlich der Plan für den Cutter, aber ja. Was soll's. So weiter wird es sicher mit Livestreams gehen, denn wie gesagt, das Ziel ist ja, so viele Abonnenten wie möglich, also 1000, über 1000 zu bekommen. Und die Watchtime.
Also es geht eigentlich schlussendlich um das Monetarisieren. Sagen wir es, wie es ist. Also jetzt, wo ich die Watchtime angeschaut habe, steht sie heute bei 2000. Ja? Ich brauche aber 4000, monetarisieren zu können. Übrigens, Dankeschön an die Abonnenten. Wir haben die 900 überschritten. Aber es wird es auch zeigen, ob die Leute bleiben, weil es gibt halt wirklich Leute, die sind nur wegen einem einzigen Spieler hier. Und das ist halt so, klar, das kann ich nicht verhindern, aber ich finde es immer schade. Die Leute nur sehen, ah, der spielt, sagen wir, Minecraft oder der spielt Fortnite, dann sitzt sie nur wegen dem Spiel da. Und wenn ich was anderes bringe und dann wieder was anderes bringe und nochmal was anderes bringe, dann sind sie irgendwann wieder weg. Ich verstehe nicht Leute, die einfach nur, sie sehen einen Stream, abonnieren direkt, aber merken dann, ja, du schaust doch einen Kanal an, bevor du ihn abonnierst. Ja, stimmt, ich habe übrigens auch noch den Charakter gewechselt in Sea of Thieves, das ist auch noch so eine Sache. Früher war ich ja, habe ich ja immer einen männlichen Charakter gehabt. Oh. Ah ja, genau, nochmal wegen den Stream. Also, die 1000 Abonnenten. Natürlich mehr als 1000 Abonnenten bekommen. 4000 Watchtime brauche ich mindestens. Und dann wird das ungefähr einen Monat dauern. Also das wird ja dann geprüft. Ich kriege ein Mail, sobald es geprüft werden kann. Und dann wird mein YouTube-Channel sehr mehr oder weniger auseinandergenommen. Also von YouTube. Die untersuchen dann alles. Ja, was bringt der für Content und so? Das finde ich übrigens auch gut. Ich finde nur das Ziel zu erreichen ziemlich schwer. Also vor allem die 4000 Watchtime. Und das ist auch der Grund, wieso ich diese Streams mache. Aber ich muss auch sagen, eben Dankeschön an all die Leute, wegen eben, dass wir erstens mal die 900 Abonnenten überschritten haben. Das heißt, dass wir kommen dem Ziel ziemlich nahe. Und wie gesagt, ich habe jetzt 2000 Watchtime. Der ist übrigens gefühlt irgendwie immer eine Woche hinterher. Weil mich interessiert das wirklich. Ich hatte bei einem jetzt gesehen, an einem Tag, wo ich ja über 2200 Aufrufe auf den einen Minecraft-Stream bekommen habe. Der war übrigens für mich vorgestern. Da haben wir 105 Stunden Watchtime. Das heißt, 105 Stunden wurden an dem Tag geschaut. Der Stream hatte alleine fast 100 Stunden. Das heißt, es wurden noch 5 Stunden sonst geschaut. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schön zu sehen. Das ist ungefähr der normale Durchschnitt. Manchmal sind es auch weniger. Und ja, der gestern war jetzt irgendwie was mit 60, nee, 50 Stunden, 53 und sowas. Naja, aber das Ziel ist ja, wenn ich dann monetarisieren kann, natürlich noch Abonnenten-Special und alles gemacht habe, auch. Das kommt ja bei 1000 Abonnenten Special. Noch ein Livestream, noch, ob es jetzt ein Let's Play oder nicht wird, der Skyblock Map, Bedrock Edition. Aber da muss ich noch bauen. Das wird sehr lange wahrscheinlich noch dauern. Auch wenn ich schon längstens die 1000 habe. Vielleicht habe ich da 1100, 1200, wer weiß. Es wird ja weitergehen. Später aber ist die Idee, wenn ich dann monetarisieren kann, und ich hoffe, das läuft dann auch gut, dass ich die Streams auf Twitch verlagere. Das heißt, es wird dann weniger Streams auf YouTube geben. Die Idee auch, dass eher wieder Let's Plays kommen, weil mein YouTube-Kanal ist eigentlich dafür gedacht, wegen Let's Plays, ja, um Let's Plays zu machen. Auch wenn man sagen muss, ja, sie kriegen weniger Aufmerksamkeit, sie kriegen weniger Watchtime, aber trotzdem, ich finde es halt viel entspannter. Und danach ist halt eher so, Livestream werden auf Twitch kommen. Wieso Twitch? Naja, Twitch funktioniert viel besser von dem Konzept. Man sieht es halt jetzt mit diesem Punktesystem, wo ich jetzt auf YouTube eingerichtet habe, das ist chaotisch, sag ich mal. Auf Twitch kannst du halt die Punkte einlösen. Ja? Kannst du sagen, hey, mitspielen. Kann ich mitspielen? Aber das ist auch viel besser geregelt, sag ich mal, mit den Punkten. Da läuft es viel einfacher, finde ich. Und da gibt es Emojis und alles. Es ist viel besser auf Streams ausgelegt. Deswegen die Plattform Twitch, meine lieben Leute. Ja. Das ist eigentlich alles. Aber was ich euch jetzt sagen kann, meine lieben Leute, ich wünsche euch schon guten neues Jahr.
2023 steht vor der Tür. Oder für euch ist es vielleicht schon. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Habt einen guten Rutsch oder macht's gut. Und ich hoffe, das nächste Jahr wird noch besser als das 2022. Es war so viel los, ehrlich gesagt. Es kamen auch sehr viele neue Spiele. Und ja, ich habe hier auch ein paar Spiele. Ah ja, Klonoa, das waren 25 Jahre Jubiläum. Ich glaube, das war 25 Jahre Jubiläum. Gab's denn noch? Ja, genau, hier. Fantasy Rife Cyrus? Oder irgendwie, wie auch immer heißt. Da ist ja Klonoa 1 und 2 dazu. Das habe ich auch mal gestreamt, glaube ich. Da wollte ich eigentlich auch noch mehr bringen. Ah ja, dann können wir auch gerade darüber reden. Ich weiß, das Video wird jetzt ultra lang und ich werde hier super viel zum Schneiden haben, aber das ist halt Ende Jahr, das ist einfach so, das gehört sich dazu. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Mann, ich habe es gerade wieder vergessen, Mann, wieso rede ich mich selbst hier dumm und Kral, dass ich das Zeug vergesse. Ja, genau, doch, jetzt habe ich es mir wieder in den Sinn gekommen. Ja, letztes Jahr habe ich ja gesagt, was noch alles kommen sollte. Aber ey, von dem ist gar nichts gekommen, Leute. Gar nichts. Ja? Ja, außer die Streams, aber gut. ist halt so. Ist halt echt schade. Was soll man dazu sagen? Es ist halt. Man nimmt sich so viel vor, man will so viel erreichen und dann kommt halt die Arbeit dazwischen und das ist es halt. Ja, liebe Leute, ich verdiene kein Geld, ehrlich gesagt, mit YouTube und Twitch. Naja, außer was ihr mir spendet. Einfach um das mal zu sagen, klar, bei Twitch theoretisch gesehen durch Affiliate wird mir was angezeigt, was ich halt durch Werbung theoretisch bekommen habe, aber dass ich das mal ausbezahlt habe. Habe ich schon mal ausgerechnet, 10, 15 Jahre, bis ich mal 100 US-Dollar bekommen habe. Und auf YouTube auch, wenn da übrigens bei manchen Videos, vor allem die, wo viele Aufrufe haben, mal Werbung läuft, auch da verdiene ich gar nichts. Momentan wirklich gar nichts. Also da brauche ich zuerst mal die Monetarisierung, um was verdienen zu können. Und wie es danach eben aussieht, das weiß ich noch nicht. Aber wir gehen jetzt weiter zu dem, was ich meinte. Ich habe hier, ich wollte einige Let's Plays bringen, wie Yooka-Laylee, weil es ja 5 Jahre her ist. Und dann Hope. Und was war es noch? Mini Ninja. Naja, ich hatte halt einfach keine Zeit, um diese Let's Plays zu bringen. Ob die jetzt nächstes Jahr kommen oder nicht, ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich bedanke mich jedenfalls, aber an der Stelle jetzt trotzdem fürs Zusehen. Ich glaube, ich habe hier eine Stunde gelabert. Ich kann mir schon vorstellen. Und ich werde jetzt das Video schneiden und hoffe, dass das relativ schnell fertig ist. Dass ich es dann auch hochladen kann, damit ich hier 50 Stunden hochladen kann. Nein, Spaß. Ja, macht's jedenfalls gut. Genießt den Tag, auch wenn es mal regnet. Und habt ein schönes neues Jahr. Viel Spaß und. Das war euer Niax. Danke fürs Anschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, mein Freund.